nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Stell dein eigenes negatives Gerede selbst in Frage. Jeder Gedanke in dir, der nicht Hoffnung enthält, ist nicht von Gott. Aber es ist immer Hoffnung da für die Kinder Gottes. Es ist immer eine Lösung da für die Kinder Gottes. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Ich sehe jetzt lauter Leute, die denken gerade. Hat er recht? Was meint er damit? Das kann doch nicht sein. Gott entscheidet über mein Leben. Und das ist ganz krass. Aber ich möchte mit einem Bibelvers beginnen, den wir in 2. Korinther 10, Abvers 3 lesen. Natürlich bin auch ich nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Jedes. Sie sind stark genug, alles einzureißen. Das ist doch wunderbar. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Das ist ein ganz gewaltiger Vers oder ein ganz gewaltiges Kapitel. Da steckt so viel drin. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein. Es ist ein Unterschied, ob wir der Welt dienen oder ob wir wirklich Gott dienen. Welche Waffen nehmen wir? Reagieren wir, wie die Welt reagiert, oder reagieren wir mit den Waffen, die uns die Bibel sagt? Und das sind nicht irgendwelche Kanonen oder so etwas, sondern das ist in erster Linie die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist so wunderbar, dass wir diese haben dürfen. Und ich möchte da anfangen, wenn wir uns zu Gott wenden und ein Kind Gottes werden, dann sieht es so aus. Wir sind frei, durch sein Blut alles Dunkle, alle Schuld und Sünden, die sind unter uns, da ist eine Blutslinie, wir haben diesen Schutz und in diesem Schutz dürfen wir auch wirklich leben in der Freiheit. Wir dürfen frei sein und in dieser Freiheit leben. Was aber für uns die Freiheit ist, das ist, wir gehen manchmal hin und fangen wirklich an, Dinge aufzubauen. Wir fangen an, irgendwo eine Festung aufzubauen mit Stolz, Mutmaßungen, Spekulationen und so weiter und so fort. Und ich habe hier ein paar Steine mitgebracht, möchte euch das noch ein bisschen bildlich darstellen. Also Mutmaßungen, negative Gedanken. Und wir haben Spekulationen, noch weitere negativen Gedanken. Und was haben wir hier? Stolz. So, und jetzt wird es schwierig, aber nochmal negative Gedanken. Und wir bauen uns ein Gedankengebäude auf, wie wir es gerade gelesen haben. Und unsere Situationen im Leben bilden so ein Gedankengebäude und wir kommen, ja, das geht nicht und das ist schwierig und der ist gegen mich und so weiter, all diese Gedanken kommen. Und was mir so aufgegangen ist, wisst ihr, und von vorne kommt praktisch die Wahrheit, alles, was auf dich zukommt, und dann kommt das praktisch auf diese Festung zu
und die ist wie ein Filter. Ihr seht solche Löcher, wie es da durchkommt. Und dann kann passieren, dass jemand zu dir sagt, du hast aber ein schönes Kleid an. Warum schimpfst du immer über mein Kleid? Ich wollte doch schön sein, ich wollte es doch alles richtig machen. Warum bist denn du immer meine Kleider? Kennt ihr so Sachen? Du hörst nicht das, was hier gesagt wird, sondern das, was durch dein Gedankengebäude hinten ankommt. Oder einer sagt, kann ich dir helfen? Es ist unmöglich, dass du mich so links ansprichst. Es ist unmöglich, was willst du denn von mir? Geh einfach weg, ich kann dich nicht leiden und so weiter. Und der andere denkt, ich wollte dem doch nur helfen. Kennt er solche Situationen? Kennt ihr solche Situationen? Du hörst alles irgendwo durch einen Filter und durch eine Gedankenfestung. Könnt ihr den Satz von gegenüber, das hast du nie gesagt, kennt ihr sowas? Und du weißt genau, du hast gesagt. Das hast du nie gesagt. Nie. Und ich habe mir manchmal schon gewünscht, dass ich mein Handy auf Rekord gedrückt hätte und sagen könnte, genau das hast du gesagt. Aber das Problem ist die Gedankenfestung. Da kommt nur das durch, was deine Gedanken aufgebaut haben an Festung und nichts anderes kommt durch. Und hier vorne ist vielleicht noch so positiv und hinten kommt es negativ an. Und das ist das, was wir gelesen haben, das sollen wir niederreißen. Wir haben Kraft und Autorität, stimmt's? Wir haben die Kraft durch Jesus Christus bekommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes und haben auch die Autorität. Wie ein Polizist auch Autorität und Kraft hat, er hat das mit physikalischen Dingen, er hat eine Waffe, wo die Kraft symbolisiert und er hat Abzeichen und da steht Polizei, das gibt ihm die Autorität, weil dahinter der Staat steht oder stehen sollte. Ja, wir lesen in Matthäus 28, Vers 18, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Er hat alle Macht erhalten und er hat sie, als er in den Himmel aufgestiegen ist, hat er sie uns gegeben. Und das müssen wir wissen. Der Teufel, ihr Lieben, ich habe es euch aufgeschrieben, der Teufel hat keine Autorität, wenn du sie ihm nicht gibst. Wie viel geben wir im Freiraum? Wir begreifen sonntags, wie es funktioniert, gehen raus und machen wieder die Tür auf und geben dem Teufel Autorität. Es liegt an uns, wie viel Autorität der Teufel hat. Ich habe diese Woche ein Buch gelesen, ein englisches Buch, und dieser Autor nennt den Teufel Little Lucy. Little Lucy, da muss man ein bisschen Englisch kennen, um es zu begreifen. Little heißt klein. Lucy, sagt er, steht für Lucifer und auch für Verlierer. Loser, also ist ja das englische Wort für Verlierer. Little Lucy. Und er hat gesagt, so gehe ich mit ihm um. Er ist ein kleiner Verlierer. Er ist ein kleiner Verlierer und für manche ist er so gewaltig groß. Das heißt, du gibst ihm Autorität. Er ist ein kleiner Verlierer. Und ich habe so ein bisschen klein und frech oder klein und, ihr wisst ja, unsere Tochter, die Rahel, hat so ein kleiner Hund, so ein mini-goldiger Hund, ein ganz lieber, aber wenn der einen großen Hund sieht, macht der echte große Kerl, dann geht der gegen den los und macht da richtig, also Breitseite, was nur geht. Und ihr Lieben, das ist ein ganz braver, aber das ist auch so ein Vergleich. Little Lucy, wisst ihr, so klein und so Wadenbeißer, wisst ihr, so, wo dich irgendwo zwickt, jetzt geh mal weg und so weiter. Ihr Lieben, Little Lucy.
und nicht mächtiger Feind. Little Lucy, das muss in unserem Ding sein. Was ist denn das? Und geh jetzt weg und geh wieder heim zu deiner Mama oder was auch immer. Und ihr Lieben, das sind die Dimensionen, die wir begreifen müssen. Welche Autorität wir gegenüber dem Feind haben. Amen. Welche Autorität wir haben gegenüber dem Feind, das muss uns klar sein. Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben, über den Feind auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ja, wir sind nicht in der Wüste, wo Schlangen Skorpione hat, da waren wir vor ein paar Wochen, aber wir sind in unserer geistlichen Wüste, wo es auch Schlangen und Skorpione gibt. Und du darfst drauftreten, denn du hast die Macht. Und nicht, oh Gott, wie ist alles so doof und oh, tritt drauf im Namen Jesu. Nicht auf deinen Nachbar, sondern auf den Feind. Der Teufel weiß, dass du mehr Kraft hast, aber du weißt es oftmals nicht. Er weiß, dass du mehr Kraft hast. Er kommt als Engel des Lichts mit Täuschungen in dein Leben. Er kommt und täuscht dir Licht vor und es ist Dunkelheit. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Der Teufel kommt und gebraucht genau das, wo du drauf ansprichst. Und da ist Täuschung eine ganz große Sache. Du hörst dich manchmal selber vernichtende Dinge sagen. Du meinst, du kämpfst gegen dich selber an oder gegen deinen alten Menschen und du auf einmal sagst du etwas, wo du sagst, das bin nicht ich, aber ich habe es gehört. Und ich sag dir, stell dein eigenes negatives Gerede selbst in Frage. Stell dein eigenes negatives Gerede selbst in Frage, denn das kommt nicht von Gott. Der Feind gebraucht oftmals auch deine Stimme, dass du sagst, das bin ja ich, das kann ich ja, ich kann mich ja nicht bekämpfen, ich kann ja nur was von außen bekämpfen. Nein, stell dein eigenes negatives Gerede selbst in Frage. Und jeder Gedanke, der nicht Hoffnung enthält, ist nicht von Gott. Jeder Gedanke in dir, der nicht Hoffnung enthält, ist nicht von Gott. Ich glaube, das bringt mich alles um. Das kommt nicht von Gott. Glaubt ihr das? Dass du siehst das Unmögliche, du siehst den Feind größer als Gottes Hilfe in diesem Moment. Oder irgendwelche anderen Aussagen, die negativ sind, jeder Gedanke, der nicht Hoffnung enthält, kommt nicht von Gott. Und ich sag dir, du magst religiös sein, du magst Christ sein oder was auch immer, ich sag dir, nimm dir das als Maßstab. Alles, was nicht Hoffnung enthält, kommt nicht von Gott. Es geht manchmal durch Prüfungen durch, sicher, aber es ist immer Hoffnung da für die Kinder Gottes. Es ist immer eine Lösung da für die Kinder Gottes. Auch in mancher Bedrängnis, und da kommen wir gleich drauf, das Hoffnungslose und die hoffnungslosen Gedanken, die uns oftmals einnehmen möchten, und auch für so viele Suizidgedanken. Der Heilige Geist, da möchte ich euch was sagen. Wir waren gerade vor ein paar Wochen in der Wüste, dort, wo der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte. Und Jesus verließ die Wüste voller Kraft. Nicht kaputt und von Schlangen gebissen und so weiter, sondern voller Kraft. Und ich sage dir auch, das Ziel der Wüste ist nicht, dass dich der Teufel schlägt, sondern dass du den Teufel schlägst. Das ist das, was uns der Herr Jesus vorgemacht hat. In der Wüste sollen wir wirklich in der Ruhe Kraft schöpfen. Wer ist Gott? Wer ist unser Jesus? Wie groß ist unser Sieg? Und wir lesen da in Lukas 4, Vers 9. Jetzt nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Spring herunter, forderte er Jesus auf.
du bist doch Gottes Sohn. Das ist ein Suizidgeist. Das ist der Teufel in Person. Little Lucy. Das ist der, der es gewagt hat, Jesus zu versuchen. Und Little Lucy möchte das auch bei dir machen. Und dann kommt der religiöse Teil, indem er ihn erinnert, was ja in Psalm 91, Vers 12 steht. Denn Gott hat seinen Engel ausgesandt, damit sie dich beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einen Stein stoßen. Dieser Psalm hat der Teufel Jesus gesagt, mach's doch, weil dir kann doch eh nichts passieren. Und ich sag euch, lasst euch nicht von Little Lucy irgendwo in was hinein versetzen oder dass er in was hineinrennt. Das ist ein Suizidgeist und dieser Geist kann man nicht irgendwo neutralisieren mit einem Psalm, sondern er muss in der Autorität des Heiligen Geistes bekämpft werden. In Jesu Namen weiche. So hat es auch Jesus gemacht. Ich habe heute Morgen einen Vers gelesen, da heißt es, nehmt euch Jesus als Vorbild. Ja, in Jesu Namen weiche. Und nicht auf einmal, ja, ich kann es ja probieren. Ich bin ja ein Kind Gottes. Nein, was negativ ist, probier es nicht aus. Oder, ja, denn Zahn kannst du für alles Mögliche hernehmen und sagen, ich kann ja alles machen, Gott wird mich ja behüten. Nein, Gott hat dir einen Verstand gegeben und du darfst nicht mutwillig irgendwo negative Dinge tun. Das ist nicht der Gedanke dahinter. In jeder Schöpfung ist ein Selbst, Selbsterhalt. Ihr Lieben, das Suizid, ja, das ist halt so in mir und so weiter. Ich sag dir, das ist ein negativer Geist vom Feind inspiriert. Jede Schöpfung, ihr Menschen oder Tiere oder selbst Pflanzen wehren sich gegenüber Suizid. Stimmt's? Ich wünschte mir, als wir jetzt im Sommer außen saßen, und wir hatten Wurst und Käse da und die Fliegen kamen. Ich hätte mir so gewünscht, dass diese blöden Viecher einen Suizidgedanken gehabt hätten, auf den Müllplatz geflogen wären und hätten sich da umgebracht. Aber selbst eine Fliege hat ein Überlebensding in sich. Alles hat ein Überlebending in sich und dann kommen die Menschen, ich glaube, ich muss mich umbringen. Ihr Lieben, wo kommt das her? Das kann nur von einer Stelle kommen. Das ist, nennen wir es Little Lucy, vom Feind. Wenn dir jemand dein Leben nehmen möchte oder jemand kommen möchte und möchte dich hier ermorden, sagst du nicht, oh Halleluja in der Kirche, jetzt geht's in die Ewigkeit. Sondern du würdest dich wehren. Stimmt's? Und so müssen wir uns aber auch mit unseren Gedanken wehren. Gebrauche die von Gott gegebene Autorität und wirf den Teufel aus deinem Leben, aus deinen Gedanken hinaus. Wenn du die negative Realität nicht erkennst, kannst du auch nichts ändern. Wenn du sagst, ja, Gottes Schutz ist immer über mir. Ja, er ist über dir, aber du darfst auch den Little Lucy nicht reinlassen. In Johannes 8, Vers 32 heißt es, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Es heißt nicht, wenn du die Bibel kennst, wirst du frei sein, sondern wenn du die Wahrheit kennst und lebst. Weil sonst wären die Pharisäer die freisten Menschen auf dieser Erde gewesen, denn sie kannten die Bibel. Es dreht sich nicht um Bibel kennen, sondern es dreht sich darum, die Bibel zu leben. Erkenne die Wahrheit, die wird dich frei machen. Wie kannst du frei bleiben? Ich sag dir, lebe in der Wahrheit.
Psalm 23, Vers 4. Und es geht auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Ja, und wenn da Little Lucy dir ins Bein beißt oder ans Bein pinkelt, dann in Jesu Namen verschwinde. Nicht, oh, ist alles so übel. Nein, in Jesu Namen verschwinde. Dir ist die Kraft dazu gegeben. Und jetzt möchte ich mit dem ein Wort schließen, das mich sehr begeistert hat in der letzten Zeit, in Sprüche 4, Vers 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Wenn ich jetzt hier Punkt mache, ihr könnt jetzt hier weiterlesen, aber dann würdet ihr sagen, sag's mir. Und wenn ich euch sagen würde, was ich euch jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, ich sag's euch nächsten Sonntag. Ihr würdet nachher kommen, sag's mir, ich muss es wissen, sag's mir heute schon. Und das ist wichtiger wie alles andere. Und das steht sogar in der Bibel. Und wisst ihr, was da steht? Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Wirf alles raus, was nicht von Gott kommt in deinen Gedanken. Suizid ist, glaube ich, selbstverständlich. Wirf es raus. Ja, ich sollte mich umbringen. Ja, wie könnte ich meinem Nachbar schaden? Wie könnte ich dem eins reinwirken? Wie könnte ich dem mal was Wüstes zurück? Der ist immer so wüst zu mir. Das ist alles das, ihr Lieben. Ich sag euch in Jesu Namen, wirft das aus euren Gedanken hinaus. Was heißt es in der Bibel, was wir haben sollen? Gedanken der Liebe. Ich kann den nicht lieben, der ist... Gedanken der Liebe. Üb dich darin. Gedanken der Liebe. Und nochmal, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das heißt, wenn du nicht über deinen Gedanken achtest, bist du selber schuld über den Schaden, der in deinem Leben passiert. Achte über deine Gedanken, denn sie, lass mich es mal so sagen, steuern dein Leben. Andere Übersetzung heißt, beeinflussen dein Leben. Deine Gedanken. Nicht der Nachbar, der dir Übles tut, sondern deine Gedanken darüber. Deine Gedanken, dein Neid, Eifersucht, das entscheidet über dein Leben. Ja, aber ich habe recht, das ist ungerecht. Nein, deine Gedanken darüber. Sind sie Liebe oder sind sie Vernichtung? Deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Und ich sag dir, wenn du heute eins mit nach Hause nimmst, sagst, ich möchte nichts mehr denken, wenn was zu dir reinkommt, selbstverständlich kommt erst was Negatives rein, wie kann ich da jetzt reagieren? Dann soll das Bimmelim machen, reagiere mit Liebe, schweige oder Gott sagt es dir, aber nicht, sondern deine Gedanken entscheiden über dein Leben. Ich sag dir, mach diese Gedankengebäude, reiß sie nieder. Und ja, und wenn es so rumpelt oder noch mehr, nicht schlimm, es ist mal ein Stück auf der Fußzehen gefallen, aber macht nichts. Ja, es könnte vielleicht auch wehtun, aber ich sag dir, reiß sie nieder. Amen. In der Bibel steht, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Das ist eine ganz gravierende Sache, die wir leben können und deren Erfolg wir erleben können. Und da möchten wir Ihnen gerne helfen. Wir möchten gerne für Sie beten. Schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir beten sehr, sehr gerne für Sie. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.